So, hallo, die Testaufnahme war erfolgreich. Ich hoffe, ich klinge nicht total merkwürdig. Denn ich bin wieder bei meinen Eltern und da ist ja immer mit dem Audio so ein bisschen anders. Aber es klang in der Testaufnahme okay. Ich hoffe, es passt jetzt auch. So, und da ich wieder bei meinen Eltern bin, heißt das, wir können... Gut, wir gucken mal ganz kurz, was sich hier getan hat. Aber ich würde jetzt erstmal... Difference Detector. Oh, okay. Devori hat auch wieder was hochgeladen. Oh! Ja gut, das ist jetzt, okay. Das ist jetzt interessant, weil jetzt habe ich natürlich für Weihnachten schon den Part fertig. Und kann jetzt auch nicht... spontan das noch mit reinnehmen. Aber dann machen wir das einfach jetzt schnell. Ich meine, es ist jetzt heute der zweite Weihnachtsfeiertag. Ne, wie viele Parts habe ich voraufgenommen? Ich glaube, es ist schon nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Der Weihnachtsfeiertag ist der ganz lange mit das hier. Das hier ist der Weihnachtsfeiertag. Da, nee, dann das nicht. Da. Das hier. I wanna meet the boy. Und dann hat man ja noch einen Part aufgenommen mit dem da, I Wanna Come to an End und den Relaxing Red Coins. Richtig, das ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Das heißt, jetzt sind wir am 27. Dezember. Okay, aber wir spielen jetzt das Christmas Challenge, die Christmas Challenge. Das geht klar. Bonus Challenges, erstens Collect. Okay, das machen wir dann natürlich alles. Denn... Wenn da mein Name steht, versuche ich natürlich, das zu erreichen. Und es scheint auch erreichbar zu sein. Also, gucken wir mal. Christmas Special. So. Gut. Okay, da komme ich... Ich meine, ich könnte jetzt einfach den Pilz opfern. Aber komme ich dann rechtzeitig wieder hoch? Kann ich auch die Kugel umlenken? Ja, ja, jetzt ist das mit dem Pilzopfern schon vorbei. Oh. Wie komme ich da durch? Ich kann ja nicht hoch. No. Okay. Kann ich die Kugel nehmen und damit den Eiszapfen zerstören? Ach so! Haha! Das ist natürlich auch interessant, dass die Kugel nicht mit dem Eiszapfen kollidiert. So. Jetzt haben wir das. Da kann ich hoch. Will ich das? Ja. Da ist mein One-Up. Das war ja auch eine Challenge, ne? Ich habe irgendwie drei One-Ups oder sowas. So, die hinterlassen auch jeweils eine Kugel. Vielleicht noch nutzen will und kann und sollte. Da brauche ich eine Feuerblume, ne? Die kriege ich so nicht auf. Nein. Da geht einfach die Kugel kaputt. Okay, das heißt, ich muss erst mal oben rein. Ja, wie soll man denn da dran vorbei? Ach so. Indem man selber eine Kugel wirft. Natürlich. Mist. Bäm. Oh boy. Ich brauche noch eine Kugel. Oder ich war... Ah, nein, wir warten. Wir machen das mit dem Eiszapfen. Fall! Yes! Nice. Gut, du kannst mir gar nichts. Oh. Aber ich dir auch nur bedingt. So. Also irgendwann muss ich noch eine Blume bekommen. Aber ich komme ja da schon gar nicht mehr jetzt. Ich hätte vorher eine Blume bekommen müssen, irgendwoher.
Oh, wie komme ich denn da hoch? Irgendwas sagt mir, dass ich schon ganz viel versaut habe. Okay. Aber gut, erstmal. Da ist das One. Das zweite One-Up. Man muss ja nicht alle Challenges gleichzeitig machen. No! Irgendwie muss ich eine Blume im ersten Raum herkriegen. Ich habe einen Pilz und dann muss ich nochmal irgendwo ein Item bekommen können. Ach Mist. Muss ich nochmal irgendwo ein Item herbekommen? Ah. Aber. Was tue ich? Was tue ich? Steckt es genug aus? Ja, es sollte passen. Ach. Sheesh. So. Nein, lass mich. Gib mir den Pilz. So. Schnell hoch. Oder so. Oder so. Okay. Wait, in welche Röhre muss ich denn rein? Wäre egal gewesen. Okay. Golden Flagpole erreichen ist jetzt nicht das Problem. Aber das war's dann auch schon. Wait, das ist doch das Problem. Wäre das nur mit der Kugel gegangen? Warte, ich stell die mal hier ab. Nein, stopp! Stopp! Nicht kaputt gehen! Kann ich dann nochmal zurück? Weil es war ein Scrolling-Level. Ist das jetzt gesund? Ah ja. Das tut auf jeden Fall gar nicht weh. Oh nein! Ah, ich dachte schon. Dachte schon, das geht nur, wenn man groß ist. Das wäre blöd gewesen. Dann holen wir uns nämlich so den goldenen Flagpole. Okay. So, jetzt haben wir wie viele Challenges geschafft? Man weiß es nicht. So. No Propeller habe ich geschafft. No Propeller habe ich geschafft. Ich habe nicht gefunden. Okay. Es gibt einen Propeller also auch. Und das dritte One-Up hat mir gefehlt. Die Starcoins waren es gar nicht. Aber das dritte One-Up fehlt mir. Also hier ist ein Pilz. Hier krieg ich... Das war jetzt nicht so gut. An die komme ich nicht mehr ran, ne? Spawnen auch nicht mal wieder die Kugeln, ne? Nein, die sind einmal weg, immer weg. Okay. Ja gut, aber die Coin habe ich ja theoretisch schon mal geholt. Ach, hier wäre eine Blume, wenn ich... Hier wäre hundertprozentig eine Blume drin, wenn ich noch groß wäre. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir erledigen jetzt erstmal den Kollegen hier. So. Dann holen wir uns die Blume. Den Pilz. Weil jetzt werde ich hier nicht mehr getroffen. Das machen wir so. Und jetzt komme ich an die Blume ran. Sehr schön. Und jetzt können wir nämlich unten rumgehen. Und überhaupt erstmal hier runter. Da ist nämlich die zweite Starcoin. Sehr schön. So. Jetzt wird langsam hier ein Schuh aus dem Level. Okay, da... Das ist aber das Problem. Okay, ich habe relativ viele, wo nichts passiert. Ach so, die gehen... Ich komme da gar nicht runter. Und hier will ich gar nicht so viel kaputt machen.
muss ich hier irgendwie... wie komme ich denn jetzt da unten? Kann ich da einfach mit Anlauf durchrutschen? Haut das hin, wenn ich von hier aus Anlauf nehme? Ja. Okay, du fällst auch noch. Und jetzt haben wir die Blume dabei. Und jetzt kommen wir hier an das dritte One-Up ran. Da ist 100% das dritte One-Up drin. Da ist der Propellerpilz drin. Nein! Und, oh, und über den Propellerpilz. Nein, hier oben. Jetzt verstehe ich's. Dann ist hier... Hier ist das dritte One-Up. Das schaffe ich nicht. Mist. Wait, aber das müsste doch gehen, indem ich zurückgehe. Ah, nee, es ist ausgelöst. Na. Ah. Okay. Einen Plan hätte ich noch. Oh. Kann man auf die nicht draufspringen? Oh, man kann auch auf die großen draufspringen. Shoot. Ja, gut. Dann komme ich da jetzt leider nicht ran. Okay. Dann haben wir aber... theoretisch alle Challenges gesehen. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Dann werde ich jetzt noch versuchen, einen ordentlichen Rekord aufzustellen. Oh. Oh, an dem komme ich so schnell gar nicht vorbei. Da muss ich wirklich auf den hier warten, okay. Ah. Das wird gar nicht so einfach, die 40 zu schlagen. Das war zu bald. Nee, war nicht zu bald. Damit spare ich mir sogar ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich nämlich eine Kuh, Mist. Eine Kugel dabei wollte ich. Nein. Nein. Oh, bin ich schlecht gerade. So. Warten und runter. Gut. Und einfach. Nein! Ach, Mist. Oh. Das könnte vielleicht ein bisschen schneller noch gehen sogar. Und zwar... Soll der mal werfen? Mist. Das ist nicht optimiert, was ich hier tue. Wait, ich bin doch viel schneller, wenn ich den Pilz mir schnappe und einfach Damage puste. Natürlich. Ich bin zu blöd, ne? Ich bin zu blöd. Ah, und dann boosten wir nämlich durch den anderen auch Damage. Ihr wisst, was ich sagen will. Komm zu Papa. So, den nehmen wir uns auch mit. Ah, ich... Eine Kugel hätte ich schon gerne. So, die hier nehme ich. Dann... Ach, das... Dass ich da zu doof für bin. Ich krieg die 40 geschlagen. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wann. Gut, wann ich den Treffer einstecke, ist eigentlich auch egal. So, jetzt muss ich hier nur mit der Kugel einmal durch... Ich muss die Kugel gar nicht mitnehmen. Ich würde ja da eine kriegen. Ah... Ach, der geht dann nur dann 1 runter. Na, das ist noch lange nicht optimal. Aber wir kommen endlich durch. Mein Gott. So. Interessant.
interessiert alles nicht hier. So, jetzt ganz schnell. Nice. Aber ich, die 40 ist schon durch. Oh, die 40 ist schon durch. Mist. Die 40 ist schon durch. Nicht ganz geschlagen, nicht ganz geschlagen. Oh, doch. Dann war es vielleicht 42 der Rekord. Ich dachte, es war irgendwas mit 40. Okay, nehme ich. Passt erstmal. Kann man noch locker schlagen. Ist kein guter Rekord gewesen, aber geht in Ordnung. Gut, sind doch schon 15 Minuten rum. Dann machen wir jetzt doch erstmal die anderen Level hier noch. Weil, warum nicht? Und das heißt, welches wird schneller gehen? B-Block Skyway 2D 1,27 oder Chosen 32C. Hä? Easy or Hard Mode? It's up to you. Ja, natürlich Hard Mode. Was hat der gemacht? Was hat Chosen gemacht? Difference Detector. Also muss so ein Fehlerbild-Ding sein, oder was? Ja, findet ihr Unterschiede? Beziehungsweise den Unterschied. Hard, easy. Hard. Ach, jetzt muss ich da gucken. Da sind zwei Pilze, da ist ein solcher. Der Ring ist auch richtig. Drei Münzen. Die Spur ist so, es hängt überall ein Spiny drin. Ist irgendeine Wolke anders? Die bewegen sich alle gleich. Ja, wo ist denn der Unterschied? Der Pilz ist auch immer gleich. Es ist immer der gleiche Zapfen. Es muss eine Wolke sein. Aber die Wolken gucken auch alle gleich, ne? Ja. Hä? Die Pilze bewegen... Nein, ein Pilz bewegt sich anders. Der in der Mitte. Shoot. Muss ich nochmal gucken. Das muss ich mir nochmal angucken. Das ist ja... Okay. Wir gucken uns auf jeden Fall easy und hard jeweils an. Ne, die Pilze bewegen sich doch. Ich meine, jetzt wissen wir schon, dass es das hier ist, aber was ist hier anders? Pilz, zack. Ne, die Pilze sind doch gleich. Ich dachte, die Pilze sind anders. Das Bein bewegt sich auch gleich. Ich sehe den Unterschied hier nicht. Ich meine, ich weiß jetzt, dass hier der Unterschied ist. Ist an der Spur irgendwas anders? Die geht auch nach oben. Ich weiß es nicht, was der Unterschied ist, aber okay. Ist das jetzt die Lösung? Neben dem Greifer war ein Donut? Was? Oder was war das jetzt für ein Bild? Hey, ich check das Bild oben nicht. Keine Ahnung, was das Bild hier oben soll.
Okay, die Goombas bewegen sich alle gleich. Der Pau und das Springboard ist auch gleich. Die Pfeile sind auch alle gleich. Die Swamps reagieren auch nicht anders, wenn ich da irgendwie rumlaufe. Die Pflanze geht nach oben. Es sind überall vier Totenköpfe. Die Reihenfolge bei den Pilzen ist rot, grün, rot, grün. Da hinten ist eine Münze, die ist aber auch bei allen. Und dann ist da dieses Brett noch. Gut, es dreht natürlich durch die Pflanze entsprechend immer um, das Viech manchmal, aber da... Nee, tut's nicht. Doch, jetzt, aber das dreht... Aber das ist auch alles identisch. Ich gucke noch, ob irgendwo das Ding länger ist. Ich finde keinen Unterschied. Das gibt's doch nicht. Ich bin echt auf das Easy gespannt. Aber ich finde hier wieder keinen Unterschied. Die Münze ist überall. Muss irgendein ganz kleiner Unterschied sein. Na, okay, Pause nützt nichts. Ist vielleicht hinter irgendeinem Gegenstand noch irgendwas versteckt und man sieht es ganz leicht rausschimmern. So nicht. Wenn da was anders ist, müsste man das doch erkennen. Bei allen fängt auch der rote Pilz an und hört mit dem grünen Pilz auf, ne? Ja. Und dazwischen ist halt wieder ein roter und ein grüner. Yo, das gibt's doch wohl nicht. Aber die, wartet mal. Aber die bewegt, die haben anders gestartet, die Pilze, oder? Warte, jetzt... Jetzt ist... Es sieht irgendwie so aus, als wären die nicht immer gleichzeitig... Also der rote, das nicht immer die... Aber welcher ist anders? Ich glaube, das ist wie die rumfahren da unten. Oder... Wird es einfach mit der Zeit anders, je nachdem wie ich die reinlade. Aber das wäre ja komisch, dann würde es ja nicht funktionieren. Aber wenn ich mir das so angucke, jetzt stößt der... Also jetzt... Jetzt... Ich gucke gerade auf das rechte Bild. Jetzt... Und gucke mal, wann der Pilz bei der Münze ist. Jetzt... 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 Jetzt. Trifft auf das mittlere auch zu. Jetzt. 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 Und... Trifft auf das erste nicht ganz zu, oder? Probier mal das erste aus. Mist. Okay, jetzt wissen wir schon, dass es die Mitte ist, aber ich habe es wieder nicht rausgefunden. Wieso? Krass. Krass. Ich sehe den Unterschied nicht. Na, auch hier, wir wissen ja schon jetzt, wie es geht. Das ist halt das... Ich sag mal, aber ich verstehe das hier vor allem nicht. Soll das eine Auflösung sein? Oder was ist das? So, es ist die Mitte. Und es ist da eine Wolke unter den Dingern. Hä? Ist das wieder die Auflösung? Hat man da eine Wolke durchschimmern sehen? Unter dem... ganz unter dem ganz unter dem ganz linken Totenkopf. Aber guck mal, hier ist doch auch eine. Oh mein Gott, ja, hier sieht man es tatsächlich. Unter dem Ding ist jetzt sehe ich es, da ist ein Donut drunter unter der Schraube. Das ist so ein bisschen runder und hier ist es eckig.
Sick, jetzt sehe ich's. Es ist also nicht daneben gemeint, sondern es ist... Ah ja, das ist die Auflösung tatsächlich. Und dann ist hier unter so einem Teil nämlich eine Wolke. In der Mitte. Aber wie sieht man das? Wie sieht man, dass da eine Wolke drunter ist? Wenn ich das jetzt mit den anderen vergleiche, ich erkenne das nicht. Ich hätte hier niemals eine Wolke drunter gesehen. Wo sehe ich die Wolke rausschimmern? Kann ich? Wartet mal kurz. Wie ging das denn? Ah, das ging nur im Menü, ne? Nein, das wollte ich nicht. Das ging nur im Menü, dieses Ranzoomen, oder? Ich glaube, das ging nur im Menü. Ja, hier kann ich nicht zoomen. Ich kann aber... Dass dieses weiße Stückchen hier, da, dieses weiße Stückchen, was da drunter ist, ist das das, woran man den Unterschied erkennt? Oder ist das jetzt Zufall? Weil hier ist es nicht. Und hier ist es nicht. Ist das das, woran ich erkenne, dass da eine Wolke drunter ist? Aber die Wolke ist doch anders geformt. Die ist doch... Ey, das könnte wirklich so ein Teil sein, ne? Nein. Geh zurück. Ja. Ja, Tatsache. Man sieht es bei den anderen nicht. Bei den anderen schimmert es nicht so weiß durch. Holy shit. Also hart muss man wirklich enorm hingucken. Final. Wir machen Easy auch gleich noch. Ah, das ist ja krass. Okay, aber diesmal machen wir es gleich so. Falsch. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, ob man es jetzt vielleicht gerade nicht sehen kann. Also ich sehe schon mal, hier ist hinter dem Mancha was. So ein Stück, so eine Ecke. Von der Spur. Aber die Spur ist hier auch. Und hier ist die Spur nicht. Ist es jetzt Zufall, dass ich dieses Stück gerade nicht sehe? Oder ist das schon die Lösung? Die Spur geht hier hoch, da ist der Swamp, da ist der Swamp, da ist der Poki. Ich glaube, es ist die Spur. Aber wie kann man das machen, dass die da nicht aufhört? Ja, aber guck mal, hier ist es dahinter, da ist es dahinter, da ist es dahinter. Und da ist es nicht dahinter. Sick. Alles klar. Okay. Dann machen wir es noch easy. Ich hoffe, das schaffe ich ohne Hilfe. Oh mein Gott. Das war wirklich happig. Das war wirklich happig. Da wollte ich nicht hin. So. Also, ja, wow. Sicker Unterschied. Okay. Schlüssel ist überall, Pilz ist überall, Blume ist überall, Bumba hängt überall drin, P-Switch ist überall so rum. Ja, da ist der Pfeil anders.
Der Stern hüpft überall rum. Hinter dem Manche ist kein Block. Gut, also easy kann ich. Easy kann ich. Ach, es geht noch weiter. Pilze sind alle gleich. Münze ist da unten. Es sind überall gleich viele Dinger. Die haben auch... der Weg ist auch identisch. Das Ding dreht sich überall in die gleiche Richtung. In der Mitte... Quatsch, hier ist eine Münze. In der Mitte. Genau. Achso, gar kein Final Weg. Final gibt's nur bei Hard. Alles klar. Wap. Alles klar. Gut. Oh mein Gott. Bei sowas Weltrekord holen ist Quatsch, weil... Wenn man es halt weiß, nochmal durch ist Quatsch. Okay. Der sieht jetzt nicht so krass schwer aus, den würde ich noch mit reinnehmen in den Part. Der Beep-Beep-Block Skyway 2D. Die Blöcke sieht man ja eigentlich meistens nur im 3D-World, ne? Jetzt hat er die hier auch mit eingebaut. Ach so, der hat die... Oh! Stimmt, Devori macht ja immer so gerne was mit Musik. Oh, voll gut! Die gibt's ja hier auch gar nicht eigentlich. Ich muss auf den Sound hören, sorry. Oh, ist das cool! Es geht natürlich nur mit einem Scrolling-Level. Oh nein, ich hätte... Ich bin so doof. Ich habe das zu spät geschaltet. Ärgerlich. Na, der packt, der lässt über... Ey, gut, ich glaube, ihr versteht, wie es funktioniert. Ich erkläre es jetzt nicht. Bin wieder zu dumm. Für alles. Ich muss mitlaufen. Ich muss mitlaufen. I forgot. So, ist ein bisschen entspannter jetzt. Ist nur ein Pilz. Gut. Oh boy. Okay. Coole Idee. Sehr nice, dass über Scrolling und Ankündigung durch die Notenblöcke umzusetzen. Sehr, sehr coole Idee. Devori, absolut genialer Ersteller auch. Gut. Ja, ich denke, das wird... Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber da hier Konkun 88 steht und hier Florimas, da spiele ich das nicht. Das haben wir gespielt. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Dann nächstes Mal, aber wirklich vernetztes Spielen mal wieder ein bisschen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.